Ein Gericht in der slowakischen Stadt Pecinok hat zwei Urteile im Mordfall Jan Kuciak gefällt. Der Geschäftsmann und mutmaßliche Drahtzieher Marian Kočner wurde zum zweiten Mal freigesprochen. Seine mutmaßliche Komplizin Alena Zuzova muss 25 Jahre hinter Gitter. Der investigative Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kuznirova wurden am 21. Februar 2018 in ihrem Haus im Dorf Velka Maka erschossen. Zwei der drei Richter des Gerichts entschieden im Fall Kočner auf nicht schuldig. Der dritte Richter befand Kočner für schuldig. In der Urteilsbegründung hieß es, der Doppelmord könne Kočner nicht nachgewiesen werden. Der Doppelmord an den 27-Jährigen löste landesweite Proteste aus und führte später zum Rücktritt der slowakischen Regierung. Kuciak hatte über kriminelle Verstrickungen von Politik und Unternehmen berichtet. Die Staatsanwaltschaft hatte für beide Angeklagten lebenslang gefordert.